schreiben würde, wäre es der doppelte Preis. Wirklich? Ja. Und zwar wirklich das Doppelte. Nicht irgendwie 20%, sondern das Doppelte. Ja. Und das liegt nicht an den Grundstückskosten? Nö, das, mit dem Grundstück hat das gar nichts zu tun. Nein, nein, nur der Bau. Guten Abend, meine Damen, meine Herren. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Wilfried Meyer. Ich bin der erste Vorsitzende der Patriotischen Gesellschaft. Und dieses Thema berührt uns ziemlich stark, weil wir schon lange ja an den Innenstadt- und Altstadtthemen herummachen. Mir ist ein merkwürdiger Gedankensprung gekommen, als ich dieses Wohnen der Innenstadtthema hatte. Mir fielen plötzlich diese historischen Krimis von der Petra Oelkers ein. Ich weiß nicht, ob einige von Ihnen die kennen. Die spielen Ende des 18. Jahrhunderts, also in der Zeit, wo unsere Gesellschaft gegründet worden ist. Und sie spielen alle auf dem Raum innerhalb des Wallrings, ausschließlich dort. Alle, ja, ein bisschen noch über die Alster rum im Garten der Reederei Hermann, aber sonst spielen die alle im Wallring. Und in diesem engen Bereich hat die ganze damalige Stadt gewohnt, gearbeitet, gefeiert und natürlich auch gemordet, sonst wären ja keine Petra Oelkers-Krimis möglich. Also alles in diesem Bereich, wo heute nur noch etwa 15.000 Menschen wohnen. Und dieser Umstand, dass da so wenig Menschen wohnen, trägt ein gutes Stück meiner Wahrnehmung nach zur Seelenlosigkeit der Innenstadt bei. Denn kürzlich hat ein Hamburger Historiker einen schönen Aufsatz geschrieben, wie heißt der nochmal, Knut Andresen, und der Aufsatz heißt: Wo ist der Großstädter zu Hause? Hamburger Stadtteilgeschichte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und er beschreibt darin, dass die Leute sich alle mit ihren jeweiligen Stadtteilen identifizieren, sich als Altona, als Bergedorfer etc. Selber kennzeichnen, immer in einer gewissen Opposition zu der Innenstadt. Die Innenstadt ist Politik, ist Großkaufmann, ist Handel, ist Kommerz, aber keine Menschen, die, mit denen man sich dort verbinden kann. Und ob und wie das wieder rückgängig gemacht werden wird, keine Petra-Oelkerisierung, was soll heute Abend ja ein bisschen erörtert werden. Eins auf jeden Fall schafft die Innenstadt auch bis heute: kunstvolle Verbrechen werden immer noch begangen. Cum-Ex wäre nirgendwo anders möglich gewesen als hier in der Innenstadt. Ich danke Ihnen. Ich hol's nach. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, auch von mir. Mein Name ist Henning von Ladiges. Ich bin der Sprecher des Arbeitskreises Stadtentwicklung der Patriotischen Gesellschaft. Und der Arbeitskreis hat diese Veranstaltung ja konzipiert. Und warum hat er das gemacht? Weil mit Blick auf die Stadtentwicklung ist die Innenstadt aus unserer Sicht der zentrale Raum. Das gilt meines Erachtens auch und gerade vor dem Hintergrund der Tatsache, dass der Stadtstaat Hamburg im Gegensatz zu vielen anderen deutschen Großstädten aus seiner Geschichte heraus ausgeprägt polyzentrisch aufgebaut ist. Also es ist ein Zusammenschluss mehrerer Städte, und das merkt man ja auch noch so heute deutlich. Harburger, Wandsbecker, Altona, das sind alles noch eigene Welten. Also Hamburg ist eine Stadt vieler Zentren. Das kann man mit Fug und Recht sagen. Das ist anders als zum Beispiel in München, anders als in Frankfurt. Aber dennoch gilt natürlich, dass die Innenstadt der Identifikationsraum für 1,8 Millionen Menschen ist, mindestens, und das Herz einer Metropolregion von fast 5,5 Millionen Menschen. Und deswegen ist die Innenstadt das Abbild einer menschengerechten Stadt, also je nachdem eben mehr oder weniger. Wir haben die Aktivitäten des Arbeitskreises seit einigen Jahren auf die Begleitung und Kommentierung der Innenstadtentwicklung konzentriert. Im Februar vergangenen Jahres hatten wir einen Appell von uns aus, von der Patriotischen Gesellschaft aus, an den ersten Bürgermeister zur Initiierung eines runden Tisches zur Innenstadtentwicklung gerichtet. Hat lange gedauert, aber es ist dann ja auch irgendwann was passiert.
Vor einem Jahr haben wir Vorschläge zum Umgang mit der Trennwirkung von Willy Brandt und Ludwig-Erhard-Straße entwickelt. Da ist jetzt noch nichts weiter draus geworden, aber wir lassen da nicht locker. Das ist eines der dicksten Bretter, was man in Hamburg so bohren kann. Aber das irgendwann, nach meiner Überzeugung, wird da auch sich etwas bewegen. Jetzt heute also die Beschäftigung mit der Wohnfunktion der Innenstadt. Sie ist notwendig, denn bedingt durch die Fokussierung auf Einzelhandel, Verkehrsaufgaben, sowohl als Knotenpunkt, Thema Hauptbahnhof, oder eben als Durchgangsraum, Thema Ost-Weststraße, sowie Büro- und Hotelnutzungen, existiert insbesondere im Stadtteil Altstadt kaum stabile und im Konfliktfall auch artikulationsfähige Wohnbevölkerung. Denn erst vor zehn Jahren wurde das Baurecht dort wohnfreundlicher gestaltet. Vorher war Wohnen in der Altstadt eigentlich gar nicht zulässig. Das erste Innenstadtkonzept oder das Innenstadtkonzept von 2014, 2010 gab es ja auch schon eins, aber 2014, da war dann von Wohnungsbau die Rede in der Innenstadt, aber das Innenstadtkonzept enthielt nur eine geringe Anzahl an Potenzialflächen und Projekten für Wohnungsbau. Das hat sich sicherlich weiterentwickelt. In der Antwort des Senats auf eine parlamentarische Anfrage im November 2021 wurden erstmalig Potenziale von maximal 900 Wohnungen aufgelistet. Dennoch, den Empfehlungen der Bauministerkonferenz zur Entwicklung der Innenstädte stammen auch aus dem vorigen Jahr, es gibt so ein Papier, oder auch beispielhaft der Hamburgischen Handelskammer in ihrer Ideensammlung Hamburg 2040 heißt die, stehen, da gibt es immer Aussagen auch zu Wohnungsbau und Forderungen, stehen aber bislang keine planvollen und programmatischen Konzepte der Stadt gegenüber, die aktiv steuernd eingreifen können. Es ist immer nur so ein Nachvollzug von Projekten, die eben kommen oder nicht kommen. Auch wenn Wohnen inzwischen verbal unbestritten als wichtiger Nutzungsbestandteil gilt, werden teilweise großvolumige Neubauten der Innenstadt mit Wohnflächenanteilen von unter 10% der Nutzfläche realisiert. Extrembeispiel, kennen vielleicht auch viele, ist das neue Deutschlandhaus mit 30 Wohnungen bei einer Gesamtgeschossfläche von 40.000 Quadratmetern. Jedes Neubauprojekt, und das muss man natürlich auch sehen, was errichtet wird, zementiert seine Nutzungsmischung für mindestens mehrere Dekaden. Also jedes Neubauprojekt, was dann so realisiert ist, ist eine vertane Chance. Mit maximal 2.000 bis 3.000 zusätzlichen Einwohnern in den nächsten 10 Jahren wird sich in der Altstadt schwerlich eine sicht- und fühlbare Nutzungsmischung erzielen lassen. Das ist eben dieses Klima, von dem auch Herr Dr. Meyer gesprochen hat. Zugespitzt möchte ich sagen, die Entvölkerung der Hamburger Altstadt in den vergangenen Jahrzehnten war so radikal, dass es tiefergreifender Maßnahmen zur Korrektur bedarf. Es gibt in Hamburg zum Beispiel, ein Förderprogramm zur Dachbegrünung. Warum gibt es nicht auch eins für Aufstockungsmaßnahmen zu Wohnzwecken? Das wirkt jetzt vielleicht alles sehr einfach dahergesagt und dem Arbeitskreis auch die Komplexität des Themas sehr wohl bewusst. Deswegen möchte ich jetzt auch meine Kollegin Frau Ngoh bitten, noch mal etwas aus jüngerer Sicht zu dem Thema zu sagen. Vielen Dank. Lieber Wilfried, sehr geehrte Damen und Herren, als eines der jungen Mitglieder in der Patriotischen Gesellschaft und im Arbeitskreis Stadtentwicklung hat mich bereits seit dem ersten Tag meiner Tätigkeit die Innenstadtentwicklung beschäftigt. Ich wunderte mich, wie wenig lebendig sie zu manchen Tageszeiten und besonders in den Abendstunden ist. Die meisten jungen Menschen gehen woanders aus, in der Schanze, in St. Pauli oder in anderen Vierteln. Sie verbinden die Innenstadt mit einem Arbeits- und Bürostandort. Und nur abendliche Theaterbesucher mit den wenigen Touristen vor Ort reichen eben nicht aus, um die Innenstadt nach Büro- und Ladenschluss zu einem belebten Ort zu machen. Es kann viel an innovativen Einkaufs- und Tourismuskonzepten entwickelt werden,
Auch Kultur sollte noch mehr ihren Platz finden. Nur frage ich Sie, reicht dies für eine lebendige Innenstadt aus? Mehr Ausgehmöglichkeiten, mehr Einkaufsmöglichkeiten und noch mehr Bürolandschaft? Diese Aspekte gehören gewiss zu einem guten Stadtteil. Aber ein guter Stadtteil braucht auch genug Bewohnerinnen und Bewohner, die sich mit ihrem Viertel identifizieren und es durch ihre Aktivitäten beleben können. Das ist wichtig, damit ein Grundrauschen und ein Community-Gefühl in der Innenstadt herrschen. Wir haben zu wenig Wohnen in der Innenstadt und erst recht kaum für jüngere Menschen, die sich den vorhandenen Wohnraum dann auch tatsächlich leisten können. Und wenn wir Wohnen planen, liegt derzeit vieles weit auseinander. Menschen wollen bei Menschen leben und hieraus entsteht Urbanität. Mehr Wohnraum, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist gerade mehr denn je zu fördern und zu schaffen. Gerade jetzt, wo wir auf der Suche nach den Büro- und Arbeitswelten der Zukunft sind, dürfen wir den Umfang von Büro und Gewerbe in der Innenstadt in Frage stellen. Wir brauchen intelligente, zukunftsfähige Lösungen für mehr Wohnungen, für Jung und Alt und für Familien. Eine Innenstadt, die eben auch familienfreundlicher und damit auch lebensfroher sein kann. Das wäre erstrebenswert. Wie schön wäre es also, wenn mit einer deutlich erhöhten und auch räumlich benachbarten Bevölkerung in der City eine Belebung von Teilen der Innenstadt erfolgt. Wie schön wäre es, wenn Teile der Quartiere wirklich Altstadt-Flair mit mehr Bars, Clubs und Nachtleben bekommen. Wie schön wäre es, wenn weitere Wohnformate für Menschen ermöglicht werden, wie Baugemeinschaften, die sich in die Belebung der Innenstadt einbringen wollen. Wie schön wäre es, wenn Wohnraum die gleiche Bedeutung wie Büroraum in der Altstadt erhält. Aber was ist mit der Innenstadt? Wir können uns ein wie bisher machen nicht mehr leisten. Wir brauchen größere und tiefgreifendere Veränderungen, damit wir in der Zukunft nicht noch mehr Probleme bekommen. 15.000 Bewohnerinnen und Bewohner sind es derzeit in der Alt- und in der Neustadt. Lassen Sie uns als Ziel eine Verdopplung, also 30.000, anstreben. Die Zukunft passiert nicht einfach. Sie ist zu gestalten. Daher freuen wir uns auf die heutige Podiumsdiskussion Lebendige Innenstadt, lebendiges Wohnen mit unseren Gästen Frau Professor Elke Pahl-Weber, Frau Karin Losen, Herr Oliver Streter, Herr Dennis Barth, Herr Torben Vogelgesang und Herr Florian Reif. Und wir freuen uns auf Ihre Anregungen und Gedanken, wie und ob wir dies so notwendige Ziel einer mindestens Verdopplung der Wohnbevölkerung erreichen. Bevor wir aber mit der Diskussion beginnen, können wir uns auf den Impulsvortrag von Herrn Florian Reif von Tischmanns Bayer freuen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Ngo. Vielen Dank, Herr von Ladiges, Dr. Meyer. Sehr verehrte Damen und Herren, ich freue mich. Mein Name ist Florian Reif. Ich bin Geschäftsführer von Tishman Speyer in Deutschland. Wir sind ein weltweites Immobilienunternehmen mit Hauptsitz in New York, aber auch schon seit 30 Jahren in Deutschland aktiv. In der letzten Zeit auch wieder in Hamburg. Und das ist ein Teil dieser kurzen Impulsvortrages, den ich Ihnen heute geben werde. Für unsere Diskussion, für unsere anschließende Diskussion ein paar Impulse setzen. Ja, die Frage, die der Untertitel war heute zu der Veranstaltung, ist ja, wie können wir in der Innenstadt mehr Wohnraum oder wie können wir die Innenstadt mit mehr Wohnraum beleben? Das ist sicherlich richtig und meine Vorredner haben es gerade auch schon erwähnt. Nur für mich ist auch die Frage, rein nur Wohnraum mehr zu schaffen, ist nicht unbedingt die Lösung, sondern es kommt auf das Wie an. Es gibt genug Beispiele von Projekten in den Innenstädten, die von Kapitalanlegern, also Eigentumswohnungsprojekte, die von Kapitalanlegern gekauft werden und die dann abends dunkel bleiben, weil die halt nicht vermietet sind oder zu teuer sind. Sie haben in Frankfurt ganze Türme, die abends dunkel sind. Und das ist, was ich meine. Es geht also auch um das Wie und es geht, eigentlich müssen wir die Frage anders stellen. Wir müssen
eigentlich fragen, was macht die Innenstadt attraktiv für die Bewohner? Also wir müssen uns in die Perspektive derjenigen versetzen, die wir in die Innenstadt locken wollen, die hier wohnen sollen in der Innenstadt. Also die Perspektive umdrehen. Und da möchte ich Ihnen einfach ein paar Aspekte, die wir in Hamburg sehen, aber die wir auch global an den verschiedenen Standorten, in denen wir tätig sind, sehen. Und da ist sicherlich vorrangig und zuallererst, und wir haben es gerade schon erwähnt, die Bezahlbarkeit. Ja, wenn das Wohnen in der Innenstadt nicht bezahlbar ist für die breite Mehrheit, dann werden wir die auch nicht in die Innenstadt bekommen, die Bevölkerung. Und da gibt es, und das ist das, und ich denke, wir werden heute auch noch viel darüber diskutieren, wie kann man das denn bezahlbar machen. Und es gibt weltweit unterschiedlichste Ansätze, es gibt die Förderung, es gibt aber auch, und das sehen wir gerade, auch eine Reduzierung der Wohnungsgrößen in den sehr zentralen Lagen. Also ich habe Ihnen mal ein Projekt hier aus New York mitgebracht, das ist Carmel Place. Das ist in Manhattan und das ist ein Wohnprojekt mit 55 Einheiten. Da sind die Wohnungen wirklich Mikrogrößen, 25 bis 35 Quadratmetern, in Modul-Container-Bauweise erstellt. Da gibt es auch Gemeinschaftsflächen, also eine Küche, da kochen dann die Einwohner zusammen. Sie haben nicht nur ihren eigenen privaten Raum, sondern es gibt auch Gemeinschaftsflächen. Und das ist natürlich eine Antwort auf die Bezahlbarkeit, so dass die Gesamtmiete im absoluten Betrag für viele dann eher bezahlbar wird als anders. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, und das ist auch etwas, was wir weltweit mehr und mehr spüren, ist, dass das Sicherheitsempfinden, die Sicherheit ein großes Thema ist von Menschen, die in der Innenstadt wohnen oder sogar wegziehen, weil sie sich nicht mehr sicher fühlen. Und ich glaube, das erleben wir hier in Hamburg, wir hatten das vorhin in der Vorbesprechung auch, dass sich in manchen Bereichen und jetzt um den Bahnhof herum, dass die Sicherheit, dass man das schon in Frage stellen muss. Und wenn ich Sicherheit und das Sicherheitsempfinden anspreche, dann geht es insbesondere um den öffentlichen Raum. Wir müssen den öffentlichen Raum so aktivieren, dass alle sich sicher fühlen. Ja, es hilft nicht nur, die Polizei überall hinzustellen, sondern der Raum muss so belebt sein, er muss so aktiv sein, dass wir, dass die Menschen sich sicher fühlen. Auch hier habe ich sicherlich, ich meine, das ist ein Beispiel aus Hamburg, den Marco-Polo-Terrassen. Also überall, wo Menschen sich aufhalten, wo sich wohlfühlen, da wird auch kein Gefühl der Unsicherheit entstehen. Ja, das, ein anderes Beispiel ist, das ist ein Projekt von uns in San Francisco bei den Giants gegenüber, von dem Giants, San Francisco Giants im Stadion. Hier erstellen wir also ein gemischt genutztes Quartier mit fast 300.000 Quadratmetern und mit einem über 30.000 Quadratmeter großen öffentlichen Park, der also auch öffentliches Land ist. Also hier grenzt ein privates Projekt an öffentlichen Raum. Der wird dann auch mit bezuschusst in der, und wird dadurch attraktiv und wird dann belebt. Und auch hier unter anderem werden 1.600 Wohnungen entstehen und 40% für die untersten und mittlere Einkommen. Also auch das ist ein Projekt, was aber verbindet quasi privates Bauvorhaben mit öffentlichem Raum. Ein weiterer wichtiger Punkt ist Community, von Go hat es schon gerade erwähnt, und Kuratierung oder Programmierung des Raums. Das ist auch wichtig. Also wir können nicht nur einfach Wohnungen hinstellen und dann gucken, wer zieht da ein, sondern wir müssen das auch bespielen, wir müssen das kuratieren. Und da gehört nicht nur das Wohnprojekt als solches dazu, sondern gehören andere Nutzungen auch dazu. Ja, und es gibt unzählige Beispiele, das ist ganz aktuell ein Projekt aus Dänemark, aus Aarhus. Salling ist ein Kaufhaus in Aarhus und die haben das die Dachfläche eigentlich einfach aktiviert. Haben da ein Café, haben da Eventflächen, haben da unten natürlich das Kaufhaus. Und es ist mit Aussicht auf die gesamte Stadt und das ist ein belebter Ort. Und das wird natürlich kuratiert, aber ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist in Seattle, das Shophouse Row. Auch hier ist es ein gemischt genutztes mit Anbietern lokaler Produkte, Manufakturen im Erdgeschoss. Darüber befinden sich Wohnungen und Büros. Aber auch das ist ein kuratiertes Konzept, was für Gemeinschaft sorgt, also wo Menschen gerne hinkommen. Und wenn sowas in meinem Viertel oder in der Innenstadt ist, dann trägt es dazu bei, dass ich gerne dort leben möchte.
Also am Ende, und das ist dann ein Punkt, der das eigentlich alles so ein bisschen zusammenfasst, es geht um die Mischnutzung. Also es geht nicht nur um die monofunktionale Bürostruktur in einer Innenstadt. Ja, das ist nicht gut, ist genauso wenig gut, wenn es jetzt nur Wohnen gäbe, weil das dann tagsüber vielleicht auch vereinsamt ist, wenn die Menschen zur Arbeit gehen. Also es geht um die Mischnutzung. Es gibt das Angebot, das attraktiv sein muss, dass Menschen sich angezogen fühlen. Und eine große Chance, und Sie sehen das hier an dem Bild, ist natürlich der leidende Einzelhandel in vielen Erdgeschossflächen in der Innenstadt. Das sehen wir als große Opportunität, da etwas anderes zu machen. Ja, und zwar nicht nur die üblichen Ketten und Einzelhandelsläden wieder einzubringen, sondern tatsächlich, wie in dem Seattle-Beispiel, interessante Nutzungen, die vielleicht lokale Manufakturen, lokale oder Anbieter von lokalen Produkten, sodass es ein lebendiger Mix wird. Und in dieser Mischnutzung oder in dieser Nutzungsmischung findet sich dann auch für jeden etwas. Also da sind wirklich für alle Einkommensgruppen, für alle Bevölkerungsgruppen gibt es Angebote. Es ist in der Regel dann auch die Sicherheit gegeben, weil sie idealerweise 24 Stunden, 7 Tage die Woche eine Belebung haben. Durch die Wohnnutzung, durch die Büros, durch den Einzelhandel, durch die Kultur, durch die Kunst, also alles, was dazugehört. Und hier als Beispiele, das habe ich jetzt zwei unserer Projekte in Hamburg Ihnen mal ganz kurz mitgebracht. Also einmal das Gruner und Jahr heißt es leider nicht mehr, muss ich zu meinem Bedauern feststellen, sondern ist jetzt RTL-Gebäude, ein Verlagsgebäude, das wir im vergangenen Jahr übernommen haben. Und das der Hamburger eigentlich ja nur kennt als Festung, weil kaum einer war bisher dort drin, ja, außer vielleicht die Journalisten hier im Raum. Und da ist unser Plan, dass wir das Haus öffnen, dass wir hier ein gemischt genutztes Konzept, ein gemischt genutztes Quartier schaffen, das zum einen, also im Erdgeschossniveau, auch einen Markt, auch lokale Manufakturen beinhalten wird, dass Restaurants, Cafés, dann darüber natürlich verschiedene Arten von Büros, Loftbüros, Studios, normale Büros. Das Gebäude ist ja, wenn Sie es kennen, ist ja unglaublich kommunikativ, weil man wirklich die Etagen, es gibt kaum Aufzüge, mit Treppen verbunden hat. Und es ist sehr, sehr lebendig. Und wenn man das öffnet, sehen wir da eine riesige Chance, also für Unternehmen, aber auch für Touristen, für Hamburger, das zu einem neuen Standort und zu einem neuen Quartier zu machen. Sie sehen, auch dort planen wir, wenn Sie das Haus kennen, gibt es da ja zwei Parkplätze oder einen großen Parkplatz, planen wir Wohnungen neu zu bauen. Ja, und das ist so mit der Stadt und auch mit dem Oberbaudirektor abgestimmt, dass wir dort ca. 112 Wohnungen, da läuft gerade der Bauantrag, schaffen werden, 8000 Quadratmeter Wohnfläche, also es ist schon mal etwas, ja, davon 30% öffentlich geförderte Wohnungen. Und ja, in Wohnungsgrößen 70 Quadratmeter ungefähr durchschnittlich. Und auch dort gehen wir so vor, dass wir sagen, wir wollen die öffentlich geförderten Wohnungen mischen mit den frei finanzierten. Also dass es eigentlich ein gesunder Mix ist und nicht nur separiert. Also da können Sie hoffentlich gespannt sein. Gerne, wenn wir da im nächsten Jahr beginnen, dann ist das hoffentlich in 2 Jahren auch fertig. Ein weiteres Projekt, das wir in diesem Jahr übernommen haben, ist das ehemalige Kaufhofgebäude an der Mönckebergstraße 3. Und Sie sehen, das ist sowohl der denkmalgeschützte Altbau mit dem grünen Dach, als auch links daneben das Parkhaus. Ja, und natürlich werden wir das denkmalgeschützte Gebäude auch umnutzen und werden es auch idealerweise zu einem gemischt genutzten Quartier umnutzen. Wir prüfen gerade, an welcher Stelle wir tatsächlich auch Wohnungen schaffen können in dem Gesamtquartier. Und das Parkhaus, das ist eigentlich eher ein Schandfleck, also da muss man eher sehen, dass man das abreißt und da etwas Neues baut. Aber da sind wir gerade auch mit der Stadt, mit dem Bezirk Mitte in Kontakt. Das ist ein bisschen zu früh, da kann ich Ihnen noch keine Bilder zeigen oder konkreten Aussagen geben, aber das auch da wollen wir gerne im nächsten Jahr, Anfang nächsten Jahres beginnen, damit sich diese Lage schnell verbessert. Denn ich glaube, jeder, der da heute langläuft, der weiß, es driftet leider langsam ab durch den Leerstand. Und da muss dringend was passieren. Aber vielleicht abschließend nochmal die aktuellen Herausforderungen, um nur einige zu nennen. Also ich glaube, was jeder weiß, Baukosten, Zinsen, Finanzierungskosten sind derzeit extrem hoch. Dazu kommt, dass viele der Förderungen im Wohnungsbau derzeit entweder entfallen sind oder mal schauen, was passiert oder sehr
nur kompliziert sind, zu beantragen. Beides trägt nicht unbedingt dazu bei, dass ja, gerade der geförderte, frei oder öffentlich geförderte Wohnungsbau, dass wir da weiterkommen. Planungsgenehmigungsverfahren, wir hatten es auch gerade schon erwähnt, also Baunutzungsverordnung ist sicherlich nicht immer optimal, hat sich zwar schon einiges getan, aber da müsste eigentlich noch mehr getan werden. Und urbane Gebiete, das sind sicherlich die richtigen Ansätze, aber wenn Sie heute als Kerngebiet, ist es halt immer die Frage, dann kommt Lärmschutz, TA-Lärm dazu, ist nicht überall möglich, wirklich Wohnen zu bauen. Da sind viele Einschränkungen, vielleicht muss man auch darüber nochmal nachdenken in der Zukunft. Und dann gibt es sicherlich noch ja, viele andere Punkte, aber das will ich jetzt vielleicht der Diskussion überlassen. Also insofern das kurz, ein paar Impulse und dann freue ich mich jetzt auf die Diskussion. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Reif, für diesen Impuls. Sie dürfen, glaube ich, schon mal Platz nehmen hier auf der linken Seite. Mein Name ist Matthias Icken. Ich darf heute diesen ja hoffentlich interessanten Abend moderieren und was eben so ein bisschen erzählt wurde, auch schon im Vorgespräch, was man mit der Innenstadt verbindet, fiel mir auch eine Geschichte ein von 1986. Da war ich 16 Jahre alt, war mit meiner Freundin mit dem Tremper Monatsticket unterwegs. Das war die Möglichkeit, 4 Wochen kostenlos Bahn zu fahren. Wir waren auf Sylt gewesen und haben dann gesagt abends, Mensch, jetzt fahren wir mal nach Hamburg. Und sind dann nach Hamburg gefahren, kamen um 22 Uhr an, waren begeistert, wollten uns in das Leben stürzen, stiegen dann dummerweise auf der falschen Seite des Hauptbahnhofs aus und strandeten dann in der Spitaler Straße. Und ich sagte immer zu meiner Freundin, komm, wir gehen noch weiter, das Leben kommt noch, das Leben kommt noch. Kurzum, das Leben kam nicht und wir haben eine Stunde später den Nachtzug nach Köln genommen. Insofern ist das Thema, was wir heute haben, schon etwas aktueller, aber 35 Jahre später diskutieren wir das jetzt hier und ich freue mich, dass ich das nicht alleine machen muss, sondern dass wir wirklich viele Experten vom Stadtentwicklungskreis hier zusammenbekommen haben. Vielleicht als erste unsere neue Innenstadtkoordinatorin, Frau Professor Elke Pahl-Weber, wird gleich mit uns diskutieren. Sie bekommen dann auch einen Platz, wo ihr kleines Schildchen steht. Genau. So, dann geht es weiter mit Frau Karin Losen. Die kennen Sie auch als Präsidentin der Hamburgischen Architektenkammer und als Vorsitzende der neuen Stiftung Baukultur. Frau Losen, schön, dass Sie dabei sind. Sie haben sich auch schon gefunden. Dann geht es weiter mit Herrn Torben Vogelgesang. Er ist Brand Manager von Signa Real Estate in Hamburg. Er hat ja auch schon mal auf der Bühne gesessen, als es um den Elbtower ging. Und was ich ganz besonders toll finde, er ist vor 6 Tagen wieder Vater geworden, nimmt sich keine Elternzeit, sondern ist heute hier bei uns. Dankeschön. Ja, dann haben wir noch Dennis Barth als Geschäftsführer von Procom Invest, der mit uns diskutieren wird. Und last but not least haben wir auch einen Vertreter der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte, der für die SPD in der Bezirksversammlung sitzt. Das ist Herr Oliver Sträter. Herr Sträter, kommen Sie zu uns und nehmen Sie Platz. Ich darf hier ganz außen sitzen, sehe ich gerade. Ja, dann kann ich mich so ein bisschen wegbeugen. Ja. Blendet sich aber. Nehmen Sie auch gern ein Glas Wasser. Ja, schön, dass wir hier dieses doch relativ große Podium haben und auch diesen ja, Impulsvortrag bekommen haben von Ihnen. Ich habe gedacht, als ich so gesehen habe, die Bilder aus Aarhus und dann haben Sie uns ja auch das Bild gezeigt vom Kaufhof, dann verraten Sie uns doch mal hier ganz unter uns. Kriegen wir da auch so ein Dach oder so eine Bühne, wo sich die Menschen aus Hamburg treffen, vielleicht sogar noch abends, wenn man dann von Sylt kommt? Also wir sind tatsächlich noch in der konzeptionellen Findung. Ich kann Ihnen noch nichts Konkretes sagen, aber die Ideen sind teilweise sehr gut und wir wollen wirklich eine Nutzungsmischung und sicherlich auch Komponenten, Kultur, Kunst mit aufnehmen, aber auch ja, spannende Konzepte einfach für gerade die Erdgeschosszone, was ich vorhin erwähnt. Und hier haben wir ja noch ein sehr großes Basement, was auch noch dazu kommt. Also bietet wahnsinniges Potenzial. Ne? Und was nach oben passiert, ne, irgendwo, klar, gibt es auch Büroflächen, aber wir wollen halt auch das Thema Wohnen sehr ernst nehmen und schauen wirklich, an welcher Position ja, macht es am meisten Sinn in dem großen Projekt. Es gibt einfache Häuser, um sie zu wohnen, umzuwidmen ja. Als Kaufhäuser. Ja, genau. Das ist der Punkt. Ja, deswegen bedarf es noch einiger Gedanken. Ja, wir haben ein tolles Team zusammen und, ja, und da bitte ich einfach noch ein bisschen um Geduld.
Ja, Geduld haben Journalisten ja nicht, aber es sind ja Gott sei Dank noch ein paar andere, die vielleicht auch Ideen haben hier auf dem Podium. Ich habe hier neben mir unsere neue Innenstadtkoordinatorin, Frau Professorin Paul Weber. Was wünschen Sie sich denn fürs Klöpperhaus? Weil wir gerade so bei dieser Baustelle sind, beim alten Kaufhof, ein toller Bau von Herrn Höger. Was würden Sie denn gerne als zentralen Baustein da an Leben reinbringen? Auf jeden Fall muss man den Bau schon mal erhalten, aber das haben Sie ja auch vor. Er ist so prägend für den Stadteingang an der Mönckebergstraße. Den möchte ich da behalten. Und eine Nutzung, die Menschen anzieht, wie es jetzt in Ihrem Untergeschoss die Banksy-Ausstellung tut, würde ich mir da sehr wünschen. Ich bin zweimal da gewesen. Waren Sie auch schon da? Rappeldicke voll, oder? Und die Leute reden über diese Kunst und es ist einfach ein Attraktor. Da, wenn wir lebendige Innenstadt wollen, dann macht das sowas. Sowas könnte ich mir gut vorstellen. Ich würde mir an der Stelle ehrlich gesagt auch einen guten Einzelhandel wünschen. Weil wir gehen in die Mönckebergstraße, um einzukaufen seit Jahren. Und in letzter Zeit gehen wir vielleicht nicht mehr dahin. Also ein attraktives Einzelhandelsgebot an der, Angebot an der Stelle würde ich mir schon wünschen. Wenn Sie sagen, ich mache da Wohnungen in einem größeren Umfang, fände ich das auch total spannend. Aber bitte nicht 10 Wohnungen. Sondern? Ja, möchten Sie da wohnen, in diesem Riesengebäude, wo abends sonst niemand ist, nur 10 Wohnungen? Also 100, oder? Ja, 100. 100 ist so eine Schallgrenze. Das würde schon mal gehen. Das nehmen Sie schon mal mit, ne? Und das ein Stück nach innen gewandt auch, sodass eine Nachbarschaft entstehen kann und man auch Freiraum hat. Wohnen besteht ja nicht nur aus der Wohnfläche, sondern Wohnen braucht auch eine Umgebung. Wenn sich das da darstellen lässt, finde ich das gut. Wenn Sie nur einen kleinen Teil Wohnen machen, würde ich sagen, machen Sie dann lieber sowas wie Boarding House und lassen Sie uns gucken, an welcher Stelle man besser Wohnen machen kann, damit man auch eine gute Wohnumgebung hat. Darauf kommen wir gleich noch, wo man besser Wohnen machen kann. Aber ich würde gerne Frau Losen, Sie haben ja jetzt vor kurzem auch die Stiftung für Baukultur gegründet. Es kam ja eben auch schon das Wort Abriss des Parkhauses hier in die Debatte. Was haben Sie denn so spontan gedacht, als Sie die Bilder sahen, auch in diesem Impulsvortrag, das Dach aus Aarhus? Also ich glaube, dass es auch, dass wir gucken müssen, welche Art von Bewohnern wir in die Innenstadt auch locken. Also wir haben ja nun mal dieses, weil Sie gerade das Parkhaus ansprachen, das Genossenschaftsprojekt mit dem Groninger Hof. Also das ist ja, das ist eine Baugemeinschaft, eine Baugruppe. Das sind ja Menschen, die sind vielleicht etwas Forscher in dem, wie sie sich ihre Wohnideen auch realisieren wollen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir auch bestimmte Pioniere in die Stadt locken, die einfach auch so ein bisschen, ja, mutiger und auch vielleicht etwas fordernder auch ihre Wohnideen oder ihre Wohnwünsche versuchen umzusetzen, weil die vielleicht auch eher etwas unkonventioneller mit bestimmten Gegebenheiten umgehen können und weil die sich eben auch tatsächlich Nachbarschaften selbst auch gestalten. Also das, was Frau Paul-Weber sagt, ist ja total wichtig. Also wenn wir da jetzt Wohnungen anbieten, die so konventionell belegt werden, dann entstehen auch wenig nachbarschaftliche Aspekte. Und ich glaube, das ist schon auch interessant, dass man dieses Thema mit der Gemeinschaft und der Nachbarschaft auch gleich in der Bewohnerschaft versucht zu fördern, weil dann einfach auch so eine Gruppe von Menschen startet an einem Ort, der für sie noch kein Wohnort ist, aber die sind dann vielleicht auch so ein bisschen mehr als Community auch unterwegs und ja, ein bisschen kreativer oder vielleicht ein bisschen flexibler, wie sie mit Rahmenbedingungen umgehen. Welche Wünsche hat denn die Politik an diesen doch so wichtigen Ort? Ich kann da gleich ergänzen. Ich habe da überhaupt gar keinen Widerspruch, sondern das sind genau die Wünsche, die wir da auch haben. Also wenn wir davon ausgehen, dass es natürlich auch weiterhin ein Einzelhandelsstandort ist, das soll er auch sein, dann brauchen wir da aber einen guten Nutzungsmix. Dann brauchen wir die kulturellen Aspekte und wir brauchen das Wohnen. Das ist immer das, was wir uns wünschen an der Stelle. Und wenn wir so in den Kategorien 100 sprechen, dann haben wir natürlich auch immer wieder die Chance, da mit einem Drittel oder jetzt 35% sozialer Förderung reinzugehen. Wir brauchen ja auch nicht nur die top-einkommensstarken Haushalte in der Innenstadt, sondern es ist auch gut, wenn wir eine soziale Mischung hinbekommen.
Wenn sich das Wohnen in der Innenstadt auch diejenigen leisten können, die es eben nicht so dicke haben, wenn ich das mal so flapsig formulieren darf. Und was ich mir wünschen würde, wenn das denn möglich ist, dass tatsächlich auch wirklich Familien angesprochen werden, dass wir gleich die Infrastruktur dafür mitbringen können. Wir müssen natürlich auch dann mal darüber nachdenken, wo sind denn dann die Spielflächen beispielsweise für die Kinder, die denn da auch einziehen sollen. Hm. Das sind Herausforderungen, gar keine Frage, aber als Politik sind wir ja immer bereit, daran zu arbeiten. Ja, jetzt haben wir schon so ein bisschen Wünsch dir was gespielt. Ich würde jetzt gerne ein bisschen auf die Realität gehen. Herr Barth, Sie machen das ja. Sie planen ja hier auf der Nikolai-Insel quasi direkt vis-à-vis immerhin 150 Wohnungen. Geht das, wenn man nur will? Oder ist das schon ein echter Kraftakt? Ich habe das Grundstück vor 6 Jahren gekauft. Und es ist, und das vielleicht mal so als kleine Einstimmung dazu, und wir sind, was das Verfahren betrifft und in der Zusammenarbeit mit der Behörde, echt schnell, was das betrifft. Das muss man wirklich sagen. Wir mussten ja... 6 Jahre sind schnell. Wir müssen Baurecht dafür... Ja, das ist in Hamburg manchmal so. Deswegen komme ich nachher natürlich zu, dass das natürlich sich gerne ändern darf in Zukunft. Aber wir müssen eben die ganzen baurechtlichen Themen, und wir haben in Deutschland ja nicht gerade zu wenig Vorschriften, die müssen wir alle einhalten. Das Thema Schallschutz, das Thema Verschattung, Lärm, das waren eben die zentralen Punkte. Wir haben auf dem Grundstück nebenan eben die Wohnung an unterschiedlichsten Standorten verortet und überlegt, wo wir sie bauen, bis dann irgendwann die Fachleute kamen und sagen, das geht aber alles nicht, das dürft ihr nicht. Und dann ging es wieder von vorne los. Also natürlich geht das. Aber es wäre leichter gewesen, wenn Sie ohne Wohnungen quasi die neue Bebauung geplant hätten? Leichter ja. Aber der Standort, den wir hier erworben haben, haben wir ja bewusst erworben mit dem Ziel, hier eine Mischnutzung unterzubringen und ein bisschen, ich sag's mal, ein bisschen Leben in die Bude hier zu bekommen. Und wir müssen ja die Hamburger Innenstadt erstmal wieder zu einem Ort machen, zu einem Aufenthaltsort. Das ist er ja überhaupt nicht. Ich war gestern tagsüber oben auf dem Karstadt Sportdach, da war eine Veranstaltung oben Hamburg, also Dächer begrünen und Dächer nutzen. Und ich bin tagsüber rausgegangen und fühlte mich nicht wohl in der Innenstadt. Weil wir haben zwar viel mehr Wohner in der Hamburger Innenstadt derzeit, als wir alle glauben, aber das sind die ärmsten Menschen, die da nämlich überall hausen derzeit. Wir sind ja, ich sag's mal, ganz oben in der Zahl der Obdachlosen in Deutschland mit angekommen. Und das muss sich natürlich ändern. Und wir müssen eben diesen Ort für Wohnen überhaupt erstmal wieder schaffen. Und das gelingt uns eben natürlich durch bestimmte Themen. Frau Pahl-Weber hatte das erwähnt. Kultur, Kunst ist sicherlich ein Hauptthema. Da können wir uns auch viel in anderen Metropolen auf dieser Welt abgucken. Mhm. Beispielsweise in London, die eben in die Quartiere, die sich zu Wohnstandorten entwickeln sollen, als erstes die Kultur- und Kunstszene dahin bringt, die da dann jahrelang sein darf und sich dann durch diesen Spirit dieser jungen Menschen das eben zu einem Quartier entwickelt. Und das sind eben auch die Menschen, die sich natürlich dann nicht den teuren Wohnraum leisten können, sondern eben da auch günstige Bedingungen schaffen können. Also das versuchen wir hier zu machen. Wir machen ja auch Sozialwohnungen. Natürlich hätte ich wirtschaftlich gerne auf die Sozialwohnung verzichten können. Aber dann ist es kein vernünftiges Quartier am Ende, weil das muss in sich funktionieren, in sich leben. Und ich glaube, das werden wir hier dann auch erreichen. Und wenn man nicht zu teuer einkauft oder nicht spekulativ einkauft, dann kriegt man das auch in der heutigen Zeit nach wie vor in Hamburg ganz gut hin. Herr Vogelgesang, wie sind denn Ihre Erfahrungen? Sie haben ja auch mit den Fuggerhöfen hier auch quasi um die Ecke Erfahrungen gemacht, wie das so ist mit Wohnraum. Ja, also wir haben zwei Objekte momentan oder Projekte, die Wohnraum schaffen. Einmal den neuen Gänsemarkt an der Stelle der alten Gänsemarktpassage über einen Neubau. Und wir haben die Pflügerhöfe erworben, die, als wir sie erworben haben, über einen Bauvorbescheid eigentlich wohnungslos war. Es gab ein Wohnhaus, das hatte damals 23 Wohnungen, die aber schon der Vorbesitzer sozusagen geklagt hatte, aber tatsächlich einen Ersatzwohnraum musste er nicht schaffen, weil die Wohnungen so runtergewirtschaftet waren, weil sie seit Jahren leer standen, dass es hieß, nicht zu schaffen.
Wir haben beim Ankauf gesagt, jawohl, wir wollen dieses Haus, was als Wohnhaus konzipiert wurde von der Hamburger Sparkasse 1937, auch als Wohnhaus belassen. Und was wir feststellen, ist halt tatsächlich, dass wir uns manchmal ein bisschen alleine gelassen fühlen von den Genehmigungsbehörden, weil man zwar sehr gut mit uns arbeitet, aber wir würden uns manchmal wünschen, es wäre einer da, der sich dann um spezielle Dinge auch kümmert. Und zwar mit Erfahrung kümmert und auch mit Einfluss kümmert. Weil es gibt dann so Themen, dass ich diskutieren muss, die Feuerwehr kann dort nicht stehen, weil der Bordstein zu hoch ist, um sich aufzustellen, um sich anzuleitern. Das sind so Themen, die sind halt sehr ärgerlich, weil wir wollen dort Wohnraum schaffen. Wir hätten theoretisch 4 neue Wohnungen schaffen wollen im Dachgeschoss. Wir sind 30 Zentimeter über die Hochhausgrenze gerutscht und das Haus ist denkmalgeschützt, dann ist das Thema durch. Das heißt, wir sind letztlich, haben wir jetzt eine neue Wohnung geschafft. Wir hätten gerne mehr gemacht und das sind so Themen, wir wollen das machen, weil, da gebe ich Herrn Barth recht, wir müssen Quartiere schaffen und auch dieses Pflügerhöfe ist ein Quartier, was lebt. Und tatsächlich sind wir da manchmal so an dem Punkt, dass wir sagen, wir würden uns mehr Unterstützung wünschen. Der Teufel steckt im Detail. Wollen Sie darauf vielleicht gleich reagieren? Also, kann man, glaube ich, Feuerwehr quasi anrufen. Wenn die Feuerwehr sagt, ich kann das Gebäude nicht löschen, wenn es brennt. Nee, es geht um die Ableiterung. Haben Sie ein Problem? Nee, darum geht es nicht. Es geht darum, dass das Haus heute schon ein ausgebautes Dachgeschoss hat. Und wenn Sie jetzt darüber diskutieren, dass Sie das Dachgeschoss ausbauen und in der Genehmigungsverfahren erzählt wird, Sie können da nicht mehr anleitern, obwohl es ja heute theoretisch schon machbar sein müsste. Weil Sie leitern ja nur an, wenn es brennt. Genau. Ja. Wollen wir hoffen. Ja, also, aber ich finde, Brandschutz muss doch sein. Darum geht es nicht. Der Brandschutz war immer gesichert. Es geht darum, dass man offizielle und dass man vernünftige Lösungen findet. Da sind wir jetzt auf dem Weg, aber der Weg hätte viel kürzer sein müssen. Wir haben vor anderthalb Jahren einen Bauantrag eingereicht. Wir haben für alle Gebäude rundherum dieses Komplexes eine Baugenehmigung, nur für die Wohnungen nicht. Für die Wohnungen haben wir es komplett neu eingereicht, weil wir sonst nicht weitergekommen wären. Und das sind Themen, wenn wir sagen, wir wollen Wohnraum schaffen, dann würde ich mir wünschen, die Zusammenarbeit ist gut, das will ich gar nicht anders sagen, aber die Bereitschaft tatsächlich, Lösungen zu finden, weil auch für den Brandschutz findet man eine Lösung. Natürlich darf es nicht so sein, dass ich nicht gerettet werden kann, das ist ganz logisch. Ja? Aber es gibt halt Lösungen und da ist es so, dass wir da uns manchmal mehr Unterstützung wünschen würden. Das ist, glaube ich, angekommen. Mehr Unterstützung wird gewünscht. Ich würde gerne trotzdem noch mal einmal die Kamera jetzt ein bisschen mehr Richtung Welt lenken. Sie sind ja von einem internationalen Unternehmen heute hier aus Frankfurt angereist. Sehen Sie weltweit irgendwie Modellstädte, die es geschafft haben? Ich habe ja vorhin die kleine Geschichte von 86 erzählt. Also das Problem haben wir schon ein paar Jahrzehnte hier in Hamburg, wo es wirklich Städte geschafft haben, aus einem relativ monofunktionalen Kern eine bunte Mischung zu kreieren. Also ich glaube, die Probleme bei den meisten Städten sind sehr ähnlich global. Ja, also das ist jetzt nicht so, es gibt gute Beispiele, ist aber teilweise auch sehr punktuell. Also mir fällt jetzt Kopenhagen ein zum Beispiel, die haben, glaube ich, eine sehr fahrradfreundlich, offene, lebendige Innenstadt. Also es gibt sehr positive, hervorzuhebende Beispiele. Man kann sicherlich auch die amerikanische Stadt jetzt nicht mit den europäischen Städten schon mal per se vergleichen. Also das ist schon sehr, sehr schwierig. Aber die Probleme sind an sich sehr, sehr ähnlich. Ja. Und das, was wir merken, und das, wie wir, glaube ich, hier jetzt auch gesagt haben, wir würden gerne gemischte, auch von den Preiskategorien gemischte Quartiere schaffen. Aber die Voraussetzungen sind so schwierig geworden, ja, also jetzt gerade über die letzten Monate, dass es auch finanzierbar wird. Dass es sich auch, ja, weil ne, das ist ein Thema, damit müssen wir uns beschäftigen. Ja. Und die Kommunen, die Städte, das Einzige, was Mittel, was sie haben, sind im Prinzip Baurecht. Ja? Und da muss man halt schauen, kann man über Baurecht, und es darf niemals natürlich ein Kopplungsgeschäft geben, aber das ist das einzige Mittel, was die Städte haben, um dort, sonst wird es nicht passieren. Ja? Es gibt mittlerweile so viele Bauvorhaben, Wohnungsbauvorhaben, die eingestellt worden sind und nicht nur in den Innenstädten generell. Ja? Also das Ziel der Bundesregierung, 400.000 Wohnungen zu planen, ist, also wird bei weitem nicht erzielt. Ist denn Hamburgs Baurecht so modern aufgestellt, dass man sagt, das kann funktionieren, vielleicht Frau Losen? Da haben Sie mir jetzt den Blick drauf. Also ich denke die ganze Zeit drüber nach, wie ich das jetzt am besten sage. Also ich komme ja gerade von der... Nicht so diplomatisch. Nee. Auch ein bisschen Streit. Nein, also weil das sind ja genau diese Alltagsprobleme. Also wir als Architekten fordern ja mehr planerische Spielräume, auch im Umgang mit Normen, mit Dienst. Und wir hatten jetzt ja gerade letzte Woche Bundesarchitektenkammer-Sitzung und die BKV-Sitzung. Und da haben wir ja die Gebäudeklasse E so
mal gefordert. Also wir brauchen eine Experimentierklausel im Umgang mit Standards. Also wir würden gerne eine Gebäudeklasse E einführen, sage ich jetzt mal so etwas salopp, die eben in Einzelfällen mit den Investoren gemeinsam regelt, auf welche Standards und Normen einigt man sich, schließt man auch vertraglich ab, jetzt mal unabhängig natürlich von den Dingen, die sowieso funktionieren müssen, aber dass wir einfach mehr Spielräume haben, auch individueller bei den ganzen Zielkonflikten und bei den ganzen Anforderungen, die wir ans Planen und Bauen haben, auch mal wieder kreativer vorpreschen zu können und Ideen und Lösungen entwickeln zu können. Und da ist jetzt, glaube ich, gerade so ein bisschen so ein Punkt erreicht, wo man das auch fordern kann und wo man gucken kann, wie man da auch einfach kreativer auch werden kann. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Instrument, so, also wenn ich das jetzt so gerade höre, jetzt auch mit dem Brandschutz, das heißt ja nicht, dass die Feuerwehr da nicht mehr hin kann, sondern das heißt ja nur, dass man vielleicht mit dem Bordstein sich was Neues überlegt. Genau. Und das kann ja nicht so schwer sein. Herr Streter, ist das was für die Politik, wo Sie wirklich sagen, also es muss in Mitte, es muss quasi in der City mehr möglich sein? Natürlich ist das gut, wenn sich die Rahmenbedingungen an der Stelle auch ein bisschen lockern. Das ist gar keine Frage. Also wenn mehr Experimentierraum möglich ist, dann haben wir, glaube ich, auch bessere Chancen, Dinge umzusetzen, die wir uns wünschen. Ich möchte ein bisschen weg von den Planungsthemen oder vom Planrecht und würde ganz gerne auch noch mal ein bisschen in die Richtung gucken, was sind denn die Haltungen auch derjenigen, die heute in der Stadt investieren? Oder? Ja, wobei das Planungsthema ja nicht ganz unwichtig ist, wie wir gerade gehört haben. Also das ist ja wahrscheinlich auch eine Frage, also ob die Vorgaben da immer so passgenau sind, wenn es diese Planungsprobleme gibt. Also ich will das überhaupt nicht in Abrede stellen. Ich glaube, dass da viel zu tun ist. Das ist aber keine Sache, die wir hier im Bezirk lösen können. Das müssen wir ganz klar sagen. Das hat Frau Lusen ja auch angesprochen. Ich glaube, wenn wir uns da Initiativen vornehmen, dann betrifft das in der Regel sozusagen Bundesrecht, dass sich da ein bisschen lockern müsste, um die Bedingungen zu schaffen. Wir haben da in der letzten Zeit, in den letzten Jahren ja auch gerade mit solchen urbanen Gebieten schon ein bisschen Fortschritt bekommen. Insbesondere wenn es da um Lärmschutz geht, wenn es da um die Zusammenhänge zwischen Gewerbe und Wohnen geht, da hat sich ein bisschen was verbessert und ich glaube, da kann man drauf aufsetzen. Das ist der richtige Weg. Da ist noch was zu tun. Da werden wir jetzt aber hier in Mitte keine Gesetzesinitiativen lostreten können. Wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Wobei, Frau Pahl-Weber, Sie haben ja erzählt, Sie hätten schon also einiges quasi im Köcher, es soll ein bisschen was passieren, oder? Also Frau Geiwitz hat gerade vorgestern angekündigt, dass sie das Baugesetzbuch novellieren will. Und sie hat auch noch mal deutlich gemacht vor 8 Wochen, dass ihr vollkommen bewusst ist, dass wir unser Planungsrecht auf Neubau zugeschnitten haben. Und was wir heute tun ist, unsere Städte sind fertig. Wir haben die Gebäude und wir wollen sie auch behalten. Wir bauen diese Gebäude um und darauf ist das ganze Baurecht überhaupt nicht zugeschnitten. Und da besteht ein Bedarf, das ist unserer Bundesbauministerin deutlich geworden. Und so wie ich sie kennengelernt habe, können wir darauf setzen, dass man im Dialog mit ihr das macht, was Karin Lusen eben genannt hat, dass man schon mal mit Experimenten anfängt, bevor so ein Prozess der Novellierung denn zu Ende ist. Denn dann können sie weitere 3 bis 4 Jahre warten. Aber das ist ja auch jetzt, glaube ich, kein Investorentraum, relativ lukrative Büros zur Wohnung umzubauen, oder? Ist das so, dass Büros lukrativer als Wohnen ist? Genau. Würde ich ein Fragezeichen dran machen. Da ist doch schon ein Umdenkungsprozess bei uns vorhanden. Ich würde aber gerne noch einen ganz anderen Aspekt mal erwähnen. Wir reden ja hier momentan viel von Schwierigkeiten. Das, was Frau Pahl-Weber eben gesagt hatte, das ist ein sehr großes Problem, was wir haben, dass eben das Baurecht, also die Umnutzung von Immobilien, eine große Schwierigkeit baurechtlich darstellt und das natürlich behindert. Es wurde ein bisschen auf Politik oder Behörden, dazu wurde etwas kommentiert. Ich würde gerne das Publikum da so ein bisschen mit einbinden, denn die größte Schwierigkeit beim Bauen macht uns momentan fast nicht die Politik und Verwaltung, sondern die Bürger. Aber nicht die hier sind. Es gibt kein Bauvorhaben, wo nicht eine Initiative kommt und das Bauvorhaben jahrelang behindert und könnte und in der Regel auch tut.
Auch gestern bei der Veranstaltung hier, wo es wirklich um Nutzung in der Innenstadt ging, wo es um, weil die Stadt ist ja gebaut, da geht es dann manchmal dazu auch um Aufstockung oder also damit um Verdichtung. Und da gilt in Deutschland bei uns allen doch immer der Grundsatz, überall, aber bitte nicht bei mir. Not in my backyard. Und das Gleiche gilt für Nutzungsänderungen. Wenn da dann eine Gastro ist und da kommt eine Wohnung hinzu, dann ist das Theater riesengroß. Und wir werden momentan von Initiativen und von Bürgern bei Neubauvorhaben mehr behindert als von allen anderen Institutionen oder Vorgaben oder Baurechten oder was auch immer. Und da sollten wir vielleicht auch mal alle dran denken, denn da ist der Deutsche doch etwas sehr egoistisch, denn da gilt es immer nach dem Grundsatz, ich darf, durfte noch, aber der Nächste, der darf nicht mehr. Das sind ja gleich die gleichen Diskussionen auch über Mietpreise in Innenstädten etc. etc., Gentrifizierung und so weiter. Und wenn manchmal Prozesse, mir liegt es fern, über andere Bauvorhaben zu sprechen, aber es gibt in Hamburg-Mitte ein sehr prominentes Grundstück mit einem sehr langwierigen Verfahren in der Nähe da von der Reeperbahn. Und was passiert? Es passiert nichts. Ja. Und wenn man sich mit dem, was dort abgelaufen ist, beschäftigt, aus unserer Branche, dann versteht man das auch und sagt, da also ich entsteht weiß, worauf zu Recht hinaus nichts. Sie sagen ja, die Projekte werden so überladen, ja. Alle Forderungen, die an die Baufirmen herangetragen werden, an die Projektentwickler, dass am Ende es sich nicht mehr lohnt, diese Dinge auszurichten. Und das eben ausdrücklich nicht ausschließlich von Politik. Politik soll natürlich das, was die Bürger da reinrufen, natürlich umsetzen. Medien sind auch Teil. Aber es ist, dass viele Bürger das wirklich toppen. Und wir haben momentan in Hamburg ja auch sehr viele Bauvorhaben im Wohnungsbau, die verhindert werden aufgrund von Bürgern. Herr Vogelgesang, das ist eigentlich ganz spannend, weil Sie haben ja auch in der Innenstadt wirklich wichtige Grundstücke, wichtige Gebäude gekauft. Eines davon ist die Perle, die ehemalige HSH Nordbank. Nun gibt es da nicht so viele Anwohner, die vielleicht sagen, das will ich nicht. Aber es könnte ja auch sein, dass da auch ganz viele Wünsche an Sie herangetragen werden, dass es am Ende schwierig wird, das umzusetzen. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Tatsächlich ist das, glaube ich, auch ein Projekt, was noch nicht so im Fokus ist, weil tatsächlich ist dieses Projekt können wir ändern. starten in dem Moment, wo wir mit dem Elbtower sozusagen in den Abschluss gehen und der HZOW umzieht, also so rund um Ende 25, Anfang 26 und dementsprechend wird sich dann entwickeln. Aber tatsächlich ist der Stand so, die haben ja dort drei Immobilien, die aktuell bei uns in der Entwicklung sind. Das ist einmal der Galeria-Standort Mönckebergstraße, der von uns umfassend saniert werden soll, möglicherweise auch vielleicht noch eine Ergänzung auf dem Dach bekommen soll. Das Thalia-Haus, also das Parkhaus zum Galeria, was zu Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres geschlossen wird und dann auch abgespalten wird von der Galeria. Das ist heute eine Kombination aus Parkhaus und Retail, also Galerianutzung, wird zukünftig nach Teilabriss eine gemischt genutzte Immobilie. Teilabriss deswegen, weil die Parkhaushöhe so niedrig ist, dass tatsächlich selbst Wohnen, wo man ja durchaus mal mit etwas niedrigerem Wohnraum hinkommt, nicht möglich ist. Also da ziehe ich den Kopf ein, wenn ich unter den Unterzügen durchgehe. Es wird aber so sein, dass wir gerade konzipieren, tatsächlich mit einer Holzhybridbauweise das Ding möglichst gut zu strukturieren. Und wir haben dann eben die Perle HZOB. Und wo wir sind jetzt mit der Stadt und mit dem Bezirk im Gespräch, wie sprechen wir dann auch über das Thema Nutzungsverteilung? Wie können wir diese drei Funktionen und Gebäude so kombinieren, dass es für den Platz, der da ja, ich glaube, jeder weiß, der Gerd-Hauptmann-Platz ist so ein umstrittener Punkt. Jeder sagt, irgendwas gibt es da, was da nicht passt. Wie können wir den aufwerten? Da sind wir nicht ganz unbeteiligt, weil sowohl die HZOB als auch die Galeria sind sehr tot an der Stelle. Da passiert nichts, das wissen wir, das wollen wir ändern. Und wie ist dann eine Wohnungsraumnutzung? Mache ich an jedem der drei Standorte ein bisschen Wohnen oder mache ich vielleicht an einem Standort richtig Wohnen, um das Thema aufzuwerten? Vielleicht mein Gedanke ist tatsächlich Richtung Gertrudenkirchhof, weil der Gertrudenkirchhof für mich ein Beispiel eines ruhigen städtischen Innenstadtplatzes ist, der zum Wohnen einlädt. Da gibt es das Transformatorenhaus von Stromnetz Hamburg, was 23, 24 so weit ist, dass es theoretisch für den oberen Teil der Wohnnutzung auch geeignet wäre. Das wäre ein Thema, was wir angehen wollen. Da sind aber tatsächlich so früh, noch viel früher als Kaufhof vorne, dass wir sagen, wir nicht wissen, was wir da tun. Was wir machen gerade, ist tatsächlich die Prüfung,
der Perle Revitalisierung versus Abriss. Da geht es aber in Richtung Revitalisierung, weil tatsächlich das Haus so, auch wenn es von außen nicht mehr so wirklich schön ist, von innen tatsächlich von der Konstruktion her sehr interessant ist und auch durchaus von der Struktur so ist, dass man es weiter nutzen könnte. Vielleicht auch als Wohnung, das müssen wir gerade in der Prüfung haben. Wir haben ja vorhin eine Zahl gehört, die hat mich so ein bisschen elektrisiert. Das liegt daran, dass Journalisten immer irgendwie ein bisschen auf Zahlen reagieren. Da kam, wir haben jetzt 15.000 Einwohner in der Innenstadt, die Zahl 30.000 als Ziel gesetzt vom Arbeitskreis Stadtentwicklung. Dann haben wir im Podcast auch drüber gesprochen, haben sie gesagt 1.000 bis 1.200. Geht da nicht noch ein bisschen mehr? Ich denke, es könnte mehr gehen, aber wenn man sich anguckt, was wir in den letzten 10 Jahren gemacht haben, dann ist das schon mehr als in den 10 Jahren davor. Aber es ist längst nicht 10.000 Wohneinheiten. Es ist weit darunter. Das heißt, wir wünschen uns was, aber wenn wir dann gucken, was wirklich passiert, ist das nur ein Teil davon. Jetzt haben Sie gesagt, kein Wunder, es gibt ja auch keine Förderung. Aber was ist in dem Fall die Förderung? Ein Wohnungsbauförderprogramm für die Innenstadt, wünschen Sie sich das? Weil die öffentliche Hand baut die Wohnungen nicht. Die werden von privaten Investoren gebaut. Also das heißt, man kann die Genehmigung vielleicht verbessern, beschleunigen. Aber wenn wir auf 10.000 kommen wollen, brauchen wir die Bauanträge. Naja, es ist uns ja gerade eine Förderung weggenommen worden, die es ja gab bisher. Also wenn eine wir die zurückbekämen, das wäre ja schon hilfreich. KfW-Förderung, meine ich. Ja. Ja. Ja, wie schmerzhaft ist das? Vielleicht mal eben so als kurze. Ich sage Ihnen das ganz, also mal ganz plakativ. Ja, wenn Sie heute ein Wohnungsbauvorhaben, nicht nur in der Innenstadt, dann bestenfalls erzielen Sie damit 2,8 bis 3% Rendite. So, und dann sagt ein Investor heute, also ein institutioneller, auch Pensionskassen oder Versorgungswerke in Deutschland sagen, dann kaufe ich doch eine amerikanische Staatsanleihe, da kriege ich 3,3% gerade. Mhm. Ja. Also so befinden wir uns halt auch in dem Wettbewerb der Allokationen und das müssen wir berücksichtigen. Und ich brauche halt im geförderten Wohnungsbau, brauche ich die, generell im Wohnungsbau, wenn ich energetisch hochwertig baue, brauche ich die Förderung, ja, sonst funktioniert es nicht mehr. Dann mit oder ohne Förderung, was haben Sie denn gedacht, als Sie die Zahl gehört haben? Quasi Verdopplung der Innenstadtbevölkerung. Ist das realistisch? Ja, also es gibt diesen schönen Satz in dem Papier, wünschen, ja? An also, jeder Ecke und in jedem Winkel Wohnungsbau. Ja, absolut. Also ich glaube, wir alle wünschen uns das. Ja? Und es geht auch nur gemeinsam. Ja? Es geht nur gemeinsam und es geht auch nur, damit auch wirklich etwas, wie ich vorhin schon gesagt habe, in der Gemeinschaft auch langfristig funktioniert. Muss die Kommune, muss die Stadt mitwirken, auch die öffentlichen Räume so attraktiv zu machen, dass das alles zusammenkommt und zusammenwächst. Wünschen wir uns das alle? Also gibt es da einen Konsens? Ich bin mir da nicht sicher. Die doppelte Einwohnerschaft, das hat ja auch mit der Infrastruktur zu tun. Ich weiß gar nicht, ob die Infrastruktur hier... Die Frage, wie groß man den Zirkel zieht. Ja. Was ist die Innenstadt? Also Altstadt und Neustadt. Gut, da lebt noch mal in der Historie hier in den Krimis 180.000 Menschen. Ja, wobei das aber ist ja das genau will man, Punkt, glaube ich, nicht mehr das, haben. Aber das ist vielleicht genau ein Punkt, warum das auch Wohnen in der Innenstadt ein bisschen schwierig ist. Weil genau damals war es so, Wohnhygiene, tolles Wort, habe ich gelernt in der Baugenehmigungsverfahren, macht richtig Spaß. Heißt ja, Besonnungsstunden Minimum einem Raum. Und damals war das definitiv nicht der Fall. Ich glaube, so wollen wir nicht mehr wohnen. Ich glaube schon, dass wir natürlich qualitätsvolles Wohnen haben wollen in der Innenstadt, aber ich glaube auch, dass wir die Maßstäbe, und da sind wir wieder bei dem Thema, wir müssen Lösungen finden, die Maßstäbe ändern müssen für Wohnen auf der grünen Wiese mit viel Lichteinfall oder ich wohne in einer sehr zentrierten und konzentrierten Innenstadt, wo es auch durchaus gute Wohnungen gibt, auch Altbauwohnungen, die haben garantiert nicht die Belichtung, die ihn vorschreibt. Und trotzdem sind sie super. Ich glaube, da sind so Punkte, da müssen man einfach gucken. Weil da geht es auseinander zu dem, was man gerne möchte und zu dem, was man kann. Ne? Das ist halt der Punkt. Und ich finde, man darf nicht vergessen, dass um den Wall herum eine Menge Menschen wohnen. Ja. Da sind die gründerzeitlichen Quartiere und da wohnen ganz viele Menschen. Und ich frage jetzt einfach noch mal, wenn es eine Verdopplung der Bewohnerzahl ist, dann ist das ein Quartier, wie man es Eppendorf, Eimsbüttel so wie denn hat. Ist das dann unsere Innenstadt? Ist das unser Bild?
Das wäre dann die Neustadt nochmal. Also in der Neustadt wohnen ja eine Menge Leute. Da ist es kulminiert und da gibt es auch eine Nachbarschaft. Da und ist auch Leben. Noli mit Tannere. Zum Beispiel. Also da ist auch Leben. Das damals. Muss man so lassen. Aber soll das in der östlichen Innenstadt ein Quartier, wie wir es auch andernorts in Hamburg haben? Mensch, wir haben doch so viel in der Innenstadt, was so einzigartig ist. Das möchte ich gerne in der Innenstadt behalten. Und ich möchte, dass die Leute in den Quartieren sagen, es ist meine Innenstadt. Ich will da hinkommen, ich will mich da bewegen, ich will da auch essen gehen. Da allerdings muss ich Ihnen recht geben, wenn ich mich mit Freunden verabrede, die Innenstadt spielt keine Rolle, um irgendwo essen zu gehen. Da muss richtig was passieren, um sich aufhalten zu können. Und ich sehe, dass die Bemühungen, irgendjemand hat eben gesagt, wir brauchen gute Plätze, die Plätze auch entsprechend zum Aufenthalt zu gestalten, die sind ja vorhanden. Es dauert vielleicht ein bisschen lange und wir sehen zu wenig davon. Eigentlich müssten wir darüber viel mehr reden, was da kommt. Und um Ihnen das nochmal zu sagen, wenn die Menschen dann da stehen und sagen, überall aber nicht bei mir, dann werden sie nur gefragt, willst du das oder willst du das nicht? Aber gefragt, was brauchst du denn eigentlich? Könnte ich das so machen, dass deine Bedarfe erfüllt werden? Das sieht unser Planungsrecht leider nicht vor. Meine Erfahrung, und das habe ich auf der Welt in den letzten 10 Jahren überall gemacht, erstmal fragen, was wird gebraucht, ist die, dass ein ganz anderer Prozess der Planung beginnt und sie sogar die, die sagen, nicht bei mir, plötzlich Partner so eines Projektes werden, bis hin zu finanziellem Einsatz. Und auch das sehe ich als ein Problem, dass wir immer denken, wir bauen irgendwo was Neues, wo es ja noch keine Menschen gibt, aber es gibt sie vor Ort. Und sie sind ein Bestandteil des Raums, in dem wir arbeiten. Und deshalb sind sie wichtig als Partner nicht hinter sich herziehen wie ein ungezogenes Kind, aber ansprechen. Gehen Sie damit? Also wir haben ja schon dieses berühmte Projekt westlich der Innenstadt heute schon mal andiskutiert. Das, was da auf St. Pauli in einem sehr ausgeweiteten Planungsprozess entstanden ist oder entsteht. Also an der Reeperbahn, ne, für alle, die jetzt nicht wissen, wo es genau liegt. Wir sprechen über Paloma. Namen gibt es schon. Ist schon etwas. Ganz schnell. Die ehemaligen Essenhäuser, genau. Ist aber schon etwas, was so als Nutzungsmix auch für eine Innenstadt ein wahnsinnig interessanter Baustein wäre, aus meiner Perspektive. Also wenn man sich anguckt, was da zusammenkommt, da kommt auch mal ein Hotel, da kommt natürlich die typische Grundnutzung. Aber es kommt doch nicht. Auch das Abwarten. Es dauert, ob es am Ende des Tages wirklich kommt oder ob es nicht kommt. Ich weiß es auch nicht. Da sind ja auch andere, die das dann am Ende des Tages wirklich bauen müssen. An uns scheitert es auf jeden Fall nicht, sagen wir es mal so. Aber wir müssen tatsächlich, ein bisschen hinbekommen, dass wir solche Planungsprozesse, dass wir die Ideen, die es ja durchaus in der Bevölkerung gibt, dass wir die tatsächlich von vorne in Planungsprozesse mit reinbekommen, stimme ich Ihnen zu. Man darf natürlich nicht alles so überfrachten, dass es am Ende des Tages niemand mehr realisieren kann. Völlig richtig. Ja. Aber da sind wir, glaube ich, auch noch nicht ganz gut. Also das auszutarieren, das haben wir noch nicht ganz geschafft. Das ist sicherlich eine Zukunftsaufgabe, auch für Politik zu schauen, wie kann man da die guten Impulse, die es gibt, Altstadt für alle ist ja auch so ein Impuls beispielsweise. Wie kriegt man die übersetzt in sinnvolle Planungen, die am Ende des Tages auch realisiert werden können? Das ist eine Zukunftsaufgabe. Ich hätte auch noch, also ich glaube, vielleicht wenn wir über das Wohnen in der Innenstadt denken, dann dürfen wir auch nicht immer so gießkannenartig denken. Wir gießen jetzt über die gesamte Innenstadt immer so ein paar Wohnungen, mal hier 10, mal da 10. Das wird nichts. Also das, was du ja auch sagst, also wir müssen da schon mehr so im Quartiers- oder im Community-Gedanken entwickeln. Und wir haben ja auch ein paar gute Beispiele. Katharinenquartier, ich meine, jetzt kann man sich drüber streiten, ist das vielleicht zu sehr closed shop? Also könnte man natürlich jetzt auch kritisch sehen, aber es ist ja doch eine ganz tolle
starke, innenstadtprägende neue Wohnakupunkturnadel an diesem Standort geworden. Also deswegen finde ich auch zum Beispiel das mit diesem Gröninger Hof interessant. Also ich glaube, wir müssen eher so Orte qualifizieren, wo wir so akupunkturnadelartig schauen, wie können wir da Milieus entwickeln, wo ist ein guter Standort und wie kann man das an der Stelle intensivieren. Und ich glaube, wir dürfen nicht so generalistisch immer so gucken, überall muss jetzt Wohnen kommen, sondern es muss ja auch passen, es müssen gewisse Freiräume irgendwie ja dann doch in der Nähe sein. Das haben wir ja auch an Ihren Beispielen gesehen. Wir müssen uns mit dem Verkehr beschäftigen, also ob das Parkhaus da jetzt auch so geeignet ist, an der Ecke da jetzt Wohnen reinzubringen, weiß ich nicht. Aber dieses Thema Mobilitätswende beschäftigt uns da ja auch. Also wenn wir zum Beispiel sagen, alle Parkhäuser werden jetzt Wohnen, dann macht man jetzt mal ein, weiß ich nicht, mal einfach ein Ideenkonzept, überlegt mal alles durch, dann heißt das natürlich, die Parkhäuser fallen jetzt auch mal weg. Also es gibt jetzt auch keine Parkhäuser mehr. Also da müssen wir auch konsequent sein und sagen, Verkehrswende nehmen wir jetzt mal ernst und prüfen das jetzt als Wohnwende. Aber dass man eher an Orte guckt und ganz konkreter schaut, was für Wohnmilieus könnte man denn da so rauskitzeln und entwickeln. Also das fände ich interessant, wir haben ja echt sehr Erfolg, wenn Marc ist ja auch da mit seiner Stiftung, wäre vielleicht auch ein schönes Projekt für seine Studenten, also nochmal so Orte zu lokalisieren in der Stadt, wo man so wirklich akupunkturnadelartig was verbessern könnte. Da finde ich, haben wir noch ein bisschen wenig geguckt. Aber vielleicht nochmal einmal, also auch bei der Verwirklichungswahrscheinlichkeit, schönes Wort. Also auf der einen Seite haben wir viele Wünsche, die auch Gott sei Dank von vielen Bürgerinnen und Bürgern an uns rangetragen werden. Aber auf der anderen Seite, das haben Sie ja eben auch dargestellt, Herr Reif, haben wir natürlich auch jetzt ein finanzielles Umfeld, was, sage ich mal, die Verwirklichung dieser Wünsche nicht eben leichter macht. Also heißt es, wir haben bald mehr irgendwie große Baulücken. Ist das eine Gefahr? Die Bauvorhaben werden derzeit zurückgestellt bei vielen Investoren. Das ist so. Es wird und es kommt da eine richtige Lawine auf uns zu. Ich meine, wir haben die erste große Zinssteigerung jetzt bekommen. Die zweite wird oder eine folgende wird bei der EZB gerade wieder vorbereitet, sodass das, was Herr Reif eben ansprach, bei den großen Kapitalsammelstellen auf der Welt, also den Versicherern etc., dann überlegt wird, kaufe ich eine Staatsanleihe, da habe ich keine Arbeit mit, die ist sicher, oder investiere ich irgendwo in Beton? Diese Frage wird natürlich dann irgendwann gestellt. Und insofern müssen wir uns alle ein bisschen Mühe geben, dass wir nicht jetzt das, was derzeit hier passiert, damit meine ich jetzt nicht die Ist-Krisen, die wir ja haben, wie Ukraine oder vielleicht auch die Zinsentwicklung, sondern wir haben ja auch strukturelle Probleme, dass sich eben viel verändert in unserem Land. Und da müssen wir eben ran. Und da muss eben die Politik und die Regierung hier eben etwas schaffen, ein Umfeld schaffen, in dem es eben möglich ist, dass eben so etwas nach wie vor umgesetzt wird und wir teilweise von den immensen Kosten oder Zeitabläufen, dass wir davon wegkommen. Denn die Zeit ist auch ein Riesengeld. Ich meine, wir haben alle unseren ehemaligen ersten Bürgermeister, als er über die Windkraft sagte, und das wird jetzt im halben Jahr genehmigt, da haben wir natürlich, ich sag mal, die ein bisschen was davon verstehen, gesagt, okay, hehres Ziel wird wahrscheinlich nicht ganz klappen, das ist natürlich ein bisschen der richtige Weg, oder auch, dass wir die Vorschriften etwas entschlacken und eben in der Lage sind, ein Bürohaus umzubauen in Wohnen oder ähnliches, oder dass wir die Brandschutzthemen, ich meine, das liegt ja daran, dass die Feuerwehren nicht lang genug, also dass die Leiter nicht lang genug sind in Hamburg, bei den Feuerwehrautos, das ist ja, daher kommt ja die Hochhausverordnung in Hamburg mit ihren 22 Metern. Wir würden alle ja gerne ein bisschen höher bauen und in anderen Ländern gibt es das ja auch, da sind die Häuser in den Innenstädten ja deutlich höher. Und Paris hat gerade, die Bürgermeisterin von Paris hat gerade eine Studie in Auftrag gegeben bei Architekten aus Holland, die die ganze Innenstadt mal mit so einer Planung überzogen haben, das um zwei Geschosse aufzustocken. Ob das der richtige Weg ist, sei mal dahingestellt. Aber das passiert und wir sind sehr, sehr altmodisch oder sehr an unsere Vorschriften bedacht und so weiter. Und wir sind einfach nicht, was dieses betrifft, ich sage einfach immer frech genug, da ein bisschen was Modernes oder Mutiges auch mal zu wagen. Und deswegen passiert hier auch nicht viel in
Wir können uns ja gerne in anderen Städten da mal angucken, was da passiert. Eben Kopenhagen oder Wien sind ja immer gern genommene Beispiele von Stadtplanern. Wien hat mehr Einwohner als Hamburg auf der Hälfte der Fläche. Das heißt, die Stadt ist ja doppelt so verdichtet wie Hamburg. Und die stocken noch auf. Sind alle groß. Bei uns geht das nicht. Ja, und ich will jetzt gar nicht über die Höhe der, also ich will ins Baurecht oder in Städtebau nicht eingreifen. Das ist ein schönes, konkretes Beispiel. Ich glaube, dazu hat der Streter auch nochmal. Ja, ich spiele den Ball gerne sofort mal zurück, weil wir sitzen ja auch häufiger in solchen Runden zusammen und regen an. Also wir sagen auch mal, warum geht das denn nicht, dann nochmal eine Wohnung obendrauf zu stocken oder auch zwei zu machen? Wir würden das ja sofort unterstützen. Planrecht gibt sowas meist auch hier. Dann kommt ja auch häufig mal zurück, das kann man ja niemandem zumuten, es gibt ja keinen separaten Treppeneingang, das kriegen wir nicht hin, das ist dann wieder nicht wirtschaftlich. Es ist ja nicht nur so, dass es auf Seiten der Planerinnen und Planer möglicherweise etwas konservatives Denken gibt, die gibt es ja bei den Menschen, die in Beton investieren wollen, ja auch. Sie haben es vorhin auch angesprochen, das Thema Renditeerwartung. Das ist ja ein ganz wichtiger, ich sage es jetzt mal wirklich so, Hemmschuh an der Stelle. Natürlich sind institutionelle Anleger, die jetzt beispielsweise einen Versicherungskonzern hinter sich haben, die haben eine gewisse Erwartungshaltung, die ist auch völlig nachvollziehbar. Das sind aber sicherlich nicht die experimentierfreudigsten Bauherren in dieser Stadt. Das muss man ja auch immer wieder sehen. Und wenn man sich die Struktur der Innenstadt anschaut, Sie hatten mich da ja vorhin so ein bisschen abgewürgt, dann ist das natürlich auch so, dass wir es da auch mit einer etwas konservativeren Klientel zu tun haben, die nicht sofort auch mal darüber nachdenkt, ob man die obere Etage vielleicht durch einen öffentlich zugänglichen Dachgarten gestalten kann. Klar würden wir das gerne machen wollen. Klare Einladung. Frau Pahl-Wieber? Ich habe eine Frage zu dieser Rendite. Ich habe von einem Institut, das Anlagemärkte untersucht, gelernt, zunehmend wichtig für die Rendite eines Unternehmens ist, dass dieses Unternehmen ökologisch und sozial gut geführt ist. Mhm. Der sogenannte ESG-Faktor. Mhm. Je besser dieses Unternehmen das macht, umso stabiler ist die Rendite. Und dann habe ich von den Unternehmen gehört, wir wollen diese kurzfristigen Renditen nicht mehr. Wir brauchen eine Stabilität. Deswegen brauchen wir Nutzungsmischung. Deswegen brauchen wir Wohnen, auch in der Innenstadt. Heißt das nicht eigentlich, dass wenn man darauf setzt, man im Vergleich mit den kurzfristigen Anlagerenditen, eigentlich mit den Projekten, über die wir hier sprechen, für Anleger die bessere Perspektive bietet? Warum müssen wir jetzt sagen, nur der amerikanische Anlagefonds hat 2% mehr? Vielleicht ist das in 3 Jahren gar nicht mehr das, was trägt. Bauprojekte sind deutlich länger als 3 Jahre. Ist es so schwer für einen Anleger darauf zu setzen, dass das eine Zukunft hat? Nee, überhaupt nicht. Also unser Quartier am Baumwall, das Verlagsgebäude, ist ja genau langfristig gedacht. Ja. Und da haben wir unter anderem auch deutsche Anleger, ja, und die denken auch langfristig. Nur ich muss halt trotzdem, und ESG ist bei uns, hängt bei uns also ganz oben über jeder Tür. Und das ist auch eine Überzeugung. Ja. Und da geht es auch um den sozialen Aspekt, da geht es um die Integration in die Nachbarschaft, nicht nur um das Energetische. Ja. Und das müssen wir sowieso erfüllen. Wir müssen dennoch auch natürlich, weil es auch, das sind dann Renten von deutschen Arbeitnehmern, die auch verzinst werden müssen, zum Beispiel, wenn es Versorgungswerke oder auch Versicherungen sind. Ja. Insofern müssen die auch eine gewisse Mindestverzinsung erzielen. Ja. Das ist, glaube ich, ganz klar. Aber es gibt immer wieder Beispiele, und Herr Barth hat es ja auch gerade erwähnt, also ich glaube, wenn man im Einkauf das irgendwo hinbekommt, dass man die Möglichkeit hat, dann sind wir die Letzten, die das nicht machen und mit voller Überzeugung auch mit Haltung machen. Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, auch, wir haben viel über Krise gesprochen heute. Ich sehe ja Krise auch immer als Chance. Mhm. Ja. Und ich sehe das auch für die Innenstadt als Chance, weil sich vielleicht dann das ein oder andere Projekt doch in so eine Schwierigkeit begeben wird, dass man da doch wieder das auf einem ganz anderen Preisniveau
anfassen kann und dann tatsächlich auch wieder eine Verbesserung für die Innenstadt bekommt. Ja, wenn, also um es ganz offen auszudrücken, dann verspekuliert wurde, dann ist das auch wieder eine Chance in der Krise. Ja. Herr Vogelgesang? Also grundsätzlich genau so, letztlich haben wir Anleger, die ein Stück weit in uns setzen und natürlich auch bei meinem Unternehmen ist tatsächlich auch meine Altersvorsorge mit drin sozusagen teilweise. Das heißt auch, ich arbeite für mich selbst. Aber ich muss halt auch ein Stück weit Geld verdienen. Das muss jetzt nicht in Unsummen sein, aber es muss so sein, es muss sich rechnen, wie es so schön heißt. Ich glaube aber, was der wesentliche Punkt ist, und das ist, glaube ich, in der Innenstadt ganz wesentlich, ja, viele separate Wohnprojekte, die wirklich nur Wohnen haben, werden momentan tatsächlich entweder gebremst, um zu warten, was passiert da, oder ganz gestoppt, weil wir sagen, momentan können wir es einfach mit den Baukostenentwicklungen und den ganzen anderen Themen Zinsentwicklung gar nicht machen. Wir haben den Vorteil mit den gemisch genutzten Immobilien, dass wir ja, und das ist das, was wir auch in der Denke haben, wir brauchen gute Büroflächen, die immer ja auch in der Innenstadt, ich spreche jetzt wirklich von der Innenstadt, die gut bezahlt werden und die subventionieren sowohl ein kuratiertes Erdgeschoss teilweise, sondern sie kuratieren aber auch, oder beziehungsweise sie subventionieren auch einen Wohnungsbau. Also ich muss diese Mischnutzung muss ich einfach haben, vor allem jetzt ganz besonders, um die Wohnung jetzt überhaupt noch machbar machen zu können, weil das ist genau der Punkt und das ist, glaube ich, auch das Geheimrezept hier in der Innenstadt, zu sagen, ich habe einen guten Nutzungsmix, der dafür sorgt, dass ich A im EG, UG, wo auch immer, Flächen schaffe, auch für städtische Einrichtungen, für Kulturschaffende, die eben nicht 50, 100, 200 Euro den Quadratmeter zahlen. Die werden von oben sozusagen subventioniert. Ich glaube, es gilt für die Wohnungen und es ist für mich auch ein großer Vorteil, weil wenn es unten funktioniert, wollen die Mieter oben auch rein. Und das ist der wesentliche Punkt auch für uns. Vielleicht noch eine letzte Frage, bevor wir dann das ganze Publikum mit einbeziehen, vielleicht auch an Sie, Frau Lohsen. Wir haben jetzt viel über Renditen gesprochen, kommen so Begriffe wie vielleicht gesellschaftliche Rendite manchmal auch zu kurz, weil wir zu sehr wirklich investorengetrieben agieren? Naja, ich meine, das ist natürlich immer ein Problem, wenn am Ende alles bezahlt werden muss oder finanziert werden muss, dass das ja auch irgendwie ins Laufen kommen muss. Aber ich denke die ganze Zeit auch nochmal über das nach, was ich vorhin meinte mit diesen Akupunkturnadeln. Also ich glaube, was wir noch viel zu wenig machen, ist, dass wir auch so Synergien mehr bündeln. Also jetzt haben wir so ein Programm für die Erneuerung der öffentlichen Plätze in Hamburg. Dafür gibt der Senat ja echt viel Geld aus. Also warum kann man da nicht auch an den Orten, wo dann die Plätze verbessert werden, auch nochmal genauer hingucken, geht da nicht auch ein bisschen mehr wohnen? Also ich glaube, wir müssen mehr vernetzen und wir müssen ja mehr Synergien einfach auch planen und denken. Also wir denken, es hat sich ja schon viel verbessert in den letzten Jahren, aber diese ressortgetrennte Stadt, die kommt ja auch alles noch so aus der Nachkriegszeit vom letzten Jahrhundert, da arbeiten wir uns ja immer noch dran ab. Das ist ja, wird ja auch schon alles besser. Also immer, wenn ich mit den Bezirken da in die Bütt steige und mich mit denen dann, mit den Dezernenten unterhalte, dann kriege ich immer zu hören, ja, wir bemühen uns, wir machen ja, wir arbeiten ja schon viel mehr zusammen, wir haben mehr Schnittstellen, aber wir funktionieren ja immer noch sehr stark in unseren Ressorts. Also gerade dieses Projekt mit diesen Plätzen, warum kann da nicht deckungsgleich auch eine Quartierswohnüberlegung stattfinden? Da gibt man doch Geld aus an der Stelle, da machen wir doch Nachbarschaften, da schaffen wir Aufenthaltsqualität. Das wäre doch ideal, wenn man dann auch genau an den Orten guckt, geht da nicht noch mehr wohnen? Und das meine ich so, dass man nicht so gießkannenartig immer denkt, sondern wirklich mehr Handwerkszeug ansetzt und immer konkreter auf die Orte schaut. Ja, wie kann man dann auch Programme und auch Finanzierung bündeln im Sinne eben von Gemeinschaft und sozialem Wert auch an diesen Orten? Ja, vielen Dank. Ich würde an dieser Stelle wirklich einen Punkt machen und jetzt Sie einladen, oder gehen schon einige Arme hoch. Bitte um eine kurze Frage, weil Sie wissen ja, wir werden ja auch live im Netz übertragen, da gibt es eine Endzeit. Also schnell die Fragen stellen. In der Diskussion stand bei der Frage nach einer Belebung der Innenstadt, vor allen Dingen das Wohnen im Zentrum. Das ist ein richtiger Topos. Aber wohnen will ich dort, wo ich etwas erleben kann. Und eine lebendige Stadt ist eine Stadt, in der ich etwas erleben kann. Nicht die Monotonie von Filialgeschäften. Und diese Filialgeschäfte stehen ohnehin vor dem Problem, dass der Onlinehandel ihnen das Wasser abfällt. Das heißt, es gibt einmal die Notwendigkeit, das, was an gewerblichen Funktionen ist, erlebnisbezogener zu machen.
Und dann gibt es aber etwas ganz Wichtiges anderes. In die Innenstadt öffentliche kulturelle Einrichtungen zu bringen. Und hier in Hamburg gibt es ein faszinierendes Projekt. Leider unter dem Stichwort Naturhistorisches Museum museal diskutiert. Das Konzept dahinter ist ein total lebendiges, total erlebnisbezogenes Evolutionärum. Dann fragen wir am besten gleich mal hier. Die zum Beispiel. Haben Sie schon? Mit Gerhard Hauptmann. Ja, das. Ich glaube, die Frage ist auch schon angekommen. Sie wollen. Wäre das ein Impuls? Ja. Am Eingang der Lönckebergstraße ein Evolutionärum. Der Impuls ist gekommen. Gibt es da vielleicht schon ein bisschen was Konkretes? Hat jemand was gehört? Will jemand investieren? Weiß jemand mehr als wir, die wir hier gespannt sind auf Antworten? Ich gucke Sie so an, Frau Bartow. Ich weiß gar nicht, warum. Das Naturhistorische Museum ist bestimmt eine ganz tolle Attraktion. Aber einfach um nochmal zu sagen, so viel Kultur, wie es in der Hamburger Innenstadt gibt, habe ich kaum in einer anderen Stadt gefunden. Warum wir die nicht entdecken, ist mir völlig schleierhaft. Es gibt so viel davon, aber trotzdem auch ein naturhistorisches Museum macht Sinn. Ob es an der Stelle ist, kann man ja noch mal diskutieren. Ich weiß, dass da eine Standortsuche läuft. Und es läuft auch der Wunsch unseres ersten Bürgermeisters, das Haus der digitalen Welt, in der ich den Umschwung unserer Gesellschaft einfach mal nacherleben, miterleben, mitgestalten kann. Auch da läuft die Standortsuche. Der Vogelgesang nickt so. Haben Sie da Platz? Nee, ich hätte das noch als zusätzlich erwähnt, insbesondere das Haus der digitalen Wirtschaft. Das sind ja so Themen, die ja schon seit längerem immer wieder. Da gibt es noch ein Science Center, das haben wir auch noch. Das haben wir schon mal für den Elbtower untersucht und dann wieder rapide gestoppt. Ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass die Anforderungen an dieses, egal ob es Naturhistorische Museum oder auch ans Haus der digitalen Wirtschaft, relativ hoch sind, auch was Raumhöhen und solche Dinge angeht. Wir sprechen gerade über Weiternutzung, Wiedernutzung, Revitalisierung. Das wird bei diesen Projekten extrem schwierig. Es ist so, dass unser Standort Gerd-Hauptmann-Platz tatsächlich ja mal für so ein Haus der digitalen Wirtschaft tatsächlich ja auch von dem Professor Mark in seinem Studien untersucht wurde. Es geht schon, ja, man muss aber da schon wissen, das ist schon ein ganz gewaltiger Eingriff. Gut, die nächste Frage bitte. Kurze Frage. Ja, meine Ansicht ist, Hamburg leidet seit Jahrzehnten unter den Wünschen der Investoren. Ich bin der Meinung, die Stadt Hamburg sollte kein Grundstück mehr verkaufen, sondern wenn überhaupt nur noch in Erbpacht und selber bauen. Und zwar die Genossenschaften sind eigentlich eine wunderbare Einrichtung, um sinnvolles Wohnen aufzubauen. Und die Investoren, wenn ich da an diesen Tower denke, dann läuft es mir den Rücken runter. Deshalb bin ich der Meinung, wir müssen die Investoren stoppen und die Stadt muss sich engagieren. Ja, gibt es dazu Stimmen? Zustimmung, Ablehnung? Also im Grunde möchte ich Ihnen zustimmen. Selbstverständlich ist es auch so, dass es ja auch können wir demnächst mit rein hier zur Strategie gehört, dass wir Genossenschaften in dieser Stadt fördern und dass wir auch deutlich stärker mit städtischen Flächen im Erbbaurecht umgehen, jetzt und in Zukunft. Das hilft aber nicht für die Innenstadt, muss man ganz ehrlich sagen, weil da viel zu wenig freie Flächen sind und auch viel zu wenig städtische Flächen sind, die man entsprechend entwickeln könnte. Das gilt sicherlich darüber hinaus, in anderen Stadtteilen nicht, insbesondere bei den großen Stadtentwicklungsquartieren. Wenn man jetzt mal auf den Grasbrook guckt oder wenn man mal nach Wilhelmsburg guckt, da wird sowas ja auch heute gemacht. Ja, auf jeden Fall sehr klare, sehr gut formulierte Frage, sehr schnell, da geht's weiter. Ein Aspekt, der in der Hamburger Innenstadt sehr stark eine Rolle spielt, nämlich die Festivalisierung der Innenstadt. Am Wochenende waren 850.000 Menschen beim Hafengeburtstag. Vor 4 Wochen stand freitags in der Zeitung, wir erwarten 120.000 zum Cruise Day. Und montags hieß es ganz stolz, es waren 135.000 da. Am gleichen Wochenende war rund um die Binnenalster die Weltmeisterschaft im Marathon oder Triathlon oder sowas. Wie viel glauben Sie, wie viel Wohnen verträgt das
die Tatsache, dass jedes Wochenende Hunderttausende von Menschen und auch von Gästen in der Stadt sind. Genau, diese monofunktionale Kerngebietsausweisung hat ganz stark damit zu tun, dass diese Stadtmarketingoptionen so um sich gegriffen haben. Und da müssen wir auch kritisch drüber diskutieren, glaube ich. Das tun wir jetzt. Wer mag antworten? Eine Einschätzung geben? Widersprechen? Ganz kurz nur, also so als Gedanke. Ich glaube schon, dass wir sprechen ja auch nicht darüber, dass wir die komplette Innenstadt zum Festival erklären. Und es ist ja auch nie so. Sondern es gibt immer begrenzte Bereiche. Und ich glaube, das ist der wesentliche Punkt. Also geht es gar nicht darum, wo machen wir Wohnen und wo ist es dann wirklich auch erträglich zu sagen, ich habe dort Veranstaltungen. Ich glaube auch, die Stadt lebt von den Veranstaltungen. Es darf dann nicht überhand nehmen, das ist klar. Weil irgendwann wird es halt wirklich zu viel. Aber ich glaube, dass in der Innenstadt, wer in der Innenstadt lebt, dem ist klar, dass er, wenn wir das so hinkriegen, da auch Leben ist und das will er auch haben. Und dann ist das aus meiner Sicht komplett verträglich. Also ich möchte das ein bisschen differenzierter betrachten. Sie haben natürlich völlig recht. Es gibt auch heute schon Wohnstandorte. Wenn wir mal in Richtung St. Pauli schauen, da wohnen ganz viele Menschen, auch sehr gerne, die natürlich auch durch viele Veranstaltungen rund ums Heiligen Geistfeld ein Stück belastet sind. Das ist etwas, das ist so unser tägliches Doing auch im Bezirk. Wir müssen das natürlich auch ein bisschen handeln. Da muss man darauf achten, das ist gar keine Frage. Wir müssen natürlich schauen, dass es keine Eventisierung wird in dieser Stadt. Aber gleichzeitig haben diese großen Veranstaltungen, insbesondere die Sportveranstaltungen, natürlich auch eine wichtige Funktion. Das hat nicht nur immer was mit Stadtmarketing zu tun, sondern das sind wichtige Punkte, um auch Menschen in die Innenstadt zu bekommen, um auch eine Belebung in der Innenstadt herzustellen. Das ist eine zweischneidige Sache, gar keine Frage. Da gibt es auch Zielkonflikte. Aber ohne diese großen Veranstaltungen würde Hamburg, glaube ich, auch wirklich etwas fehlen. Wir haben noch Zeit für ein bis zwei Fragen. Da sehe ich zwei Arme, die in die Luft gehen. Oh, Entschuldigung. Sorry. Soweit ich verstanden habe, die Herren rechts, die drei Herren von mir rechts gesehen, die haben ja mehrere Projekte laufen, nicht? Wie viele Wohnungen sind dabei, was sie planen, was realisierbar ist und was darüber hinaus noch gemacht werden könnte? Also ich hatte vorhin ja schon erwähnt, am Verlagsgebäude, am Baumwall sind es 112 Wohnungen. Das ist ein eigenes Wohnungsprojekt. Und an der Mönckebergstraße sind wir noch dabei. Das ist noch zu früh, ja, wie viel das da werden. Habe ich noch keine Zahl. Nee. Gut, bei den Flügerhöfen ist es tatsächlich so, dass es heute Stand 21 Wohnungen sind. Das ist das, was es damals war. Und es sind dann zukünftig 22 Wohnungen. Da geht auch nicht mehr, weil die Häuser dafür in dem Punkt auch ausgereizt sind. Beim Gänsemarkt sind es mal geplant 30 im Wettbewerb, zu Wettbewerbsentscheid. Inzwischen sind übrig geblieben 23, resultierend aus dem Thema Wohnhygiene. Und da geht auch nicht mehr, weil tatsächlich wir zum Gänsemarkt selbst aufgrund TA Lärm Wohnungen an der Stelle nicht umsetzen können. Ich habe derzeit in Hamburg 1.100 Wohnungen in Planung oder im Bau, in der Hamburger Innenstadt allerdings nur knapp über 100. Also die anderen sind in anderen Bezirken und wir sind eifrig auf der Suche nach weiteren Wohnbauprojekten, auch insbesondere in der Hamburger Innenstadt. Also wenn Sie nur ein Grundstück haben. So, eine Frage, oder? Nein, Sie meinen das Johann-Kontor? Das, was jetzt, wo die Häuser aktuell sind. Ja, 143 entstehen da. Andere Investor. Eine Frage noch, weil dann ist... Herr Mark, das wird eine lange Frage. Ja. Es war eben die Rede von Häusern, die mal bewohnt waren und die sehr schlecht wieder dazu herzustellen sind, dass sie wieder bewohnt werden. Wir hatten mal ein Büro in Harvestehude und da gab es eine Fehlnutzungsverordnung. Und wir hatten diese Gegend zu verlassen und nun wird dort wieder gewohnt. Ja. In der City, ich denke zum Beispiel an den Altstädter Hof, ganz in der Nähe des Burkhardtplatzes,
waren das alles Wohnungen in den 40er Jahren gebaut. Man könnte die Kerngebietsänderung partiell verändern und dort wieder ein allgemeines Gebiet rausmachen und damit die Fehlnutzung, die dort passiert, beseitigen. Dann könnte man in vorhandener Substanz wieder wohnen. Ja, ein klarer Vorschlag, eine klare Frage. Professor Mark, gibt es sogar Beifall? Wir haben noch eine Minute, eine Antwort zu finden. Also das Baurecht ist ja schon insoweit geändert, als Wohnen im Kerngebiet in Hamburg bis zu 30-35% ausmachen kann. Und wenn wir das räumlich konzentrieren, Herr Mark, in der Innenstadt, dann ist sowas wie der Altstädter Hof und dieses Wohngebiet auch deutlich anders zu sehen, als es jetzt ist. Und es ist in Kombination mit Platzgestaltung, die zurzeit geplant wird. Das ist genau das, was ich meine. Lassen Sie uns wirklich Orte schaffen, an denen wir genug Wohnungen haben, um auch ein vernünftiges Quartier zu haben. Schön ist ja, wir können gleich noch weiter diskutieren, aber das Schlusswort obliegt jetzt dem Arbeitskreis Stadtentwicklung, Herr Ladiges. Das obliegt jetzt hier, obwohl Frau Paul-Weber ja eben eigentlich schon ein ganz passendes Schlusswort gefunden hat. Es ist sicherlich schwierig, aus dieser differenzierten Diskussion jetzt wirklich so einige klare Forderungen oder auch Möglichkeiten herauszudestillieren. Aber ich sag mal, drei Punkte sind bei mir so haften geblieben. Zum einen, dass man wegkommen muss eigentlich von diesen homöopathischen Wohnungsdosen. Das ist also, wo 20 oder 10 Wohnungen nur gebracht werden. Das macht ja auch so den Eindruck, als ob das also wirklich wie so ein Feigenblatt dann dort erscheint. Und das bringt natürlich keine Nachbarschaften. Also man müsste versuchen, höhere Zahlen zu erreichen. Das Zweite ist eigentlich der Punkt, den Frau Lohsen gesagt hat, dass Programme eigentlich konzentriert werden müssen. Dass man Bereiche der Innenstadt definiert, das wäre eine Aufgabe der Stadtentwicklungsbehörde, die gibt es eben im Moment noch nicht, diese Definition, wo tatsächlich unter Berücksichtigung diverser Randaspekte Wohnen eben in verstärkter Form möglich ist. Ob es das Quartier am Gertrudenkirchhof ist oder andere Bereiche, das wird man dann sehen. Und das Dritte ist natürlich dieses Thema mit den Vorschriften, sage ich jetzt mal so, ganz allgemein. Dazu fällt mir jetzt persönlich eigentlich noch eine Sache ein. Ich habe ja früher auch in der Hamburger Verwaltung gearbeitet und da gab es eine Zeit lang in Hamburg mal die Institution eines Wohnungsbaubeauftragten. So, das war, der war für die gesamte Stadt zuständig. Das wäre jetzt ja hier nicht unbedingt die Aufgabe, sondern man könnte auch einen irgendwie etwas räumlich eingeschränkteren Wohnungsbaubeauftragten aber doch definieren, der eben mit einem starken Lobbyismus und auch Druck und auch unkonventionellen Ideen, so war das nämlich früher bei diesem Herrn, der das betrieben hat, ich habe das noch sehr gut in Erinnerung, einfach Wohnungsbauprojekte pusht. Das wären so drei Konsequenzen, die ich mal ziehe. Ja, vielen Dank für diesen interessanten Abend. Vielen Dank an die Diskutanten. Vielen Dank, Herr Icken. Wir laden Sie noch auf ein Glas Wein in dem Nachbarraum ein. Da können wir noch in bilateralen Diskussionen das dann fortsetzen ein wenig. Vielen Dank. Okay. Aber das